Im zweiten Teil der Vorlesung soll es nun darum gehen, was es für Weisheiten gibt über die Software-Evolution. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, dass dieser Bereich, dieser Teilbereich der Softwaretechnik tatsächlich sehr stark geprägt ist von Erfahrungen und dass es manchmal schwierig ist, das in konkrete Handlungsanweisungen zu geben und zu sagen, das musst du immer so machen und nicht so. Und wir werden im dritten Teil, wenn wir das versuchen, diese Weisheiten, die wir jetzt diskutieren, was es für konkrete Handlungsanweisungen gibt, die sozusagen ein bisschen leichter umzusetzen sind. Dahingegen ist bei dem Teil soll es darum gehen, dass ihr Sachen möglichst schon versteht, von Erfahrungen, von Experten dazu profitieren könnt, damit ihr diese Fehler nicht mehr machen müsst. Denn letztlich ist es ja so, wenn die Softwareentwicklung fehlschlägt, dann stellen wir fest, okay, wir haben irgendwas falsch gemacht. Und diese Erfahrung, die sammelt sich an über 10, über 20 Jahre als Entwickler und auch nach 30 Jahren lernt man noch neue Dinge. Und von diesem Erfahrungsschatz habe ich jetzt hier versucht, mal möglichst viel zusammenzuführen, was euch hoffentlich auch so ein bisschen den Horizont erweitert, was eigentlich das große Problem ist, wenn wir Software weiterentwickeln. Aber nun, genug der Vorrede, wir starten jetzt mit dem Bereich. Zunächst erstmal ein Zitat von Richard Pettis. Das ist ein Professor in Amerika und der hat sich spezialisiert auf Programmiersprachen und zwar auf Programmiersprachen, die in der Lehre eingesetzt werden, insbesondere die Programmiersprache Caramel. When debugging, Novices insert corrective code, experts remove defective code. Und dieses Statement finde ich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, bringt etwas schön auf den Punkt. Natürlich kann man sehen, da gibt es eine Null Pointer Exception und ich mache jetzt einfach, ich frage davor ab, ob der Wert null ist. Aber vielleicht gibt es einfach andere Möglichkeiten, wo man das eigentlich das Problem beheben müsste. Und nicht immer ist einfach nur neuen Code schreiben löst das Problem, sondern manchmal ist es viel sinnvoller, tatsächlich Code zu entfernen und den richtigen Code zu finden, der dafür entfernt werden muss. Ein ähnliches Zitat, die gleiche Kerbe von Ken Thompson. Ken Thompson ist einer der Turing Award-Winner, hat den Turing Award 1983 bekommen. Er ist bekannt für UTF-8, aber auch für Programmiersprachen, nämlich die Programmiersprache B als Vorgänger von C und für die Programmiersprache Go. Ken Thompson hat Folgendes gesagt: One of my most productive days was throwing away 1000 lines of code. Und das zeigt eigentlich be auf bemerkenswerte Art und Weise, dass je mehr Code da ist, je größer das Programm ist, je größer der Quelltext ist, desto mehr Wartungsaufwand habe ich, desto mehr Aufwand habe ich, den Quelltext zu verstehen und so schwieriger wird auch die Weiterentwicklung. Ja? Also einfach, dass Systeme eben so kontinuierlich irgendwie wachsen und größer werden, bedeutet eben auch, dass es immer schwieriger wird, sie zu warten. Ja? Und es ist keine gute Entwicklung, dass ein Automobil jedes Jahr wieder mehr Code enthält, sondern eigentlich müsste man da hingehen und sagen, komm, was brauchen wir von den Sachen, was kann da rausfliegen und je weniger Code, desto besser, denn weniger Code bedeutet weniger Angriffsstellen für Security-Sachen, weniger Safety-Sachen, die irgendwie schief gehen können. Und hier geht es tatsächlich nicht nur um Security und Safety, was wir jetzt an dem Beispiel sehen, sondern dass man dadurch auch viel produktiver wird, indem man sich einfach nicht mit dem ganzen Quelltext mehr auseinandersetzen muss. Ja, in dem XKCD können wir sehen sozusagen, also wie komplex sind eigentlich Algorithmen und die ersten Punkte, die hauen wahrscheinlich sogar noch ziemlich gut hin. Ja, also Quicksort ist schon ein relativ komplexes Sortierverfahren. Git Merge ist vermutlich noch deutlich komplexer. Ein selbstfahrendes Auto ist eine der komplexesten Sachen, die man aktuell angeht. Und trotzdem gibt es Sachen, die noch komplexer sind, nämlich die Google-Such Engine.
Was aber, und das ist natürlich sehr überspitzt dargestellt, noch komplexer sind, sind die Excel-Spreadsheets, die überall so existieren und hier eben für diese Gruppe von Kirchenanhängern. Diese Komplexität zeigt eins, wir müssen irgendwie damit umgehen. Ne? Und wir werden gleich noch so ein paar Stellen sehen, was bringt uns eigentlich zu dieser Komplexität. Und ein Punkt, eine interessante Sichtweise darauf ist die von Tony Hoare, auch einer der Turing Award-Gewinner von 1980, hat Quicksort entwickelt und ist bekannt für die Hoare-Logik neben vielen anderen Sachen. Inside every large program, there's a small program trying to get out. Das ist sozusagen eine sehr niedliche Vorstellung, dass sozusagen, ja, so ähnlich wie man hat so ein Känguru und das hat so eine Bauchtasche und das ist das kleine Känguru und das muss eigentlich nur raushüpfen. Natürlich ist es nicht so leicht, diesen kleinen Kern zu bekommen, aber wir sollten uns dem immer bewusst sein, dass es eigentlich besser ist, eine kleinere Software zu haben, die weniger komplex ist, die wir leichter warten können, bei denen wir leichter Sachen beheben können, aber auch neue Sachen implementieren können. Und ein großer Punkt ist tatsächlich sogar, dass man eben versucht, nachträglich im Programm zu erkennen, was braucht man eigentlich davon und sich eben von Sachen trennen muss. Wir haben eben auch schon über das Löschen von Zeilenquelltext gesprochen. Das ist natürlich ein Schritt sozusagen in diese Richtung. Jemand anders, der eine große Bedeutung hat, gerade für diesen etwas esoterischen Teil hier der Vorlesung, nämlich diesen mittleren Teil mit den Programmierweisheiten, ist Manny Lehmann, der vor gut 10 Jahren leider schon verstorben ist und der sich vor allem mit der Evolution von Software beschäftigt hat und versucht hat, Gesetzmäßigkeiten dafür zu finden. Das gucken wir uns gleich noch etwas genauer an. Zunächst erstmal dieses Statement. An evolving system increases its complexity unless work is done to reduce it. Wenn wir also ein Software-System erweitern, wenn wir das weiterentwickeln, wenn das eben evolviert, dann steigt die Komplexität, es sei denn, wir betreiben Aufwand, wir stecken extra Aufwand rein, neben dieser eigentlichen Weiterentwicklung, sondern extra Aufwand, um das wieder zu reduzieren. Ja, und wir sehen das selbst, dieses Beispiel davor mit 1000 Zeilen Quelltext löschen. Das ist nichts, was man einfach mal so macht und wo man einfach mal klickt löschen, sondern man muss natürlich überlegen, was genau kann ich löschen, was kann ich hier vereinfachen. Und wir werden auch im letzten Teil der Vorlesung konkrete Handlungsanweisungen sehen, die uns ermöglichen, was zu vereinfachen und was zu verbessern. Aber es bleibt die Bottomline darunter. Wir haben eine Entwicklung von einem System, sobald wir eine Entwicklung von einem System haben, wird es automatisch komplexer, es sei denn, wir steuern dagegen. Manny Lehmann ist aber nicht nur für dieses Zitat bekannt, sondern eben für seine Gesetzmäßigkeiten. Er hat eben überlegt, genauso wie es Gesetzmäßigkeiten in der Thermodynamik, generell in der Physik, in anderen Fachbereichen gibt, so hat er das versucht für die Software-Evolution. Dabei sind eine Reihe von Gesetzmäßigkeiten rausgekommen, die er formuliert hat. Und hier ist eine kleine Auswahl davon. Ich glaube, es waren insgesamt 8 Gesetzmäßigkeiten, je nachdem, wie man zählt, was man alles mitrechnet. Aber das sind hier mal 5 davon, die wir uns jetzt etwas genauer angucken wollen. Continuing change. Systems must be continually adapted to stay satisfactory. Es wird immer eine Weiterentwicklung geben. Wenn ich ein System einsetze, dann muss ich irgendwie immer mal wieder kleine Änderungen machen, damit die Kunden glücklich bleiben. Die Nutzer sozusagen. Und es ist eine Sache, kann man sich da relativ leicht am Beispiel vorstellen. Sagen wir, ich habe irgendwie ein Problem, ich habe irgendwie einen Bug, dann ist sozusagen die Vorstellung, diese Software wird nicht mehr erwartet und ich muss bis an Le mein Lebensende mit diesem Bug leben. Das ist eine andere als, naja, in einem Monat oder in ein paar Tagen kommt ein neues Update raus und vielleicht wird es ja damit behoben. Ja, und selbst wenn das nicht behoben wird, vielleicht habe ich irgendeine andere Verbesserung. Tatsächlich muss man das auch kritisch sehen, weil es gibt viele Bereiche, in denen das tatsächlich nicht so gut funktioniert. Ja, also ein Beispiel ist, dass Stiftung Warentest in Deutschland seit Jahren immer wieder mahnt, dass die Qualität von Druckern wieder schlechter geworden ist. Ja, also es ist seit einigen Jahren erkennbar, dass in den Tests von Stiftung Warentest
dass es da heißt, ja, lieber den Drucker vom letzten Jahr kaufen oder vielleicht sogar noch von vor 2 Jahren, weil die haben bessere Qualität. Continuing Change heißt nicht, dass die zwingend besser werden, sondern es heißt nur, dass damit ich meine Kunden sozusagen glücklich machen kann, muss ich es weiterentwickeln. Jetzt kommt der nächste Punkt, das hatten wir eben schon mal so ähnlich, Increasing Complexity. Complexity increases during evolution unless work is done to maintain or reduce it. Das habe ich jetzt eben schon beschrieben. Conservation of Familiarity. Was bedeutet das? Die Nutzer der Software, die kennen diese Software. Ja, also je länger die nutzen, desto bekannter ist ihnen die Software. Sie wissen, wenn ich auf den Button drücke, passiert das. Ich muss da und da und da drücken, dann passiert das oder damit kann ich das und das machen. Jetzt ist es so, wenn ich das zu sehr auf einen Schlag ändere, dann habe ich irgendwie ein Problem, ja? Weil dann sind die Nutzer alle vor den Kopf gestoßen. Das, was sie sonst damit machen, sie schreiben sich sonst Nachrichten, nehmen Videotelefonate auf oder ähnliches. Wenn das quasi plötzlich mit der App nicht mehr geht, dann haben sie ein Problem damit. Dann kann es sein, dass sie durchaus auch aufhören, die Software zu nutzen. Was das insbesondere bedeutet, ist, dass wir nur kleine Schritte, nur kleine Änderungen machen können und nicht sagen können, wir werfen auf einmal alles über den Haufen. Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel dafür ist Windows. Windows in der Version, hoffe ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ich glaube, Windows 8 war das erste, in dem das eingeführt wurde. Da wurde quasi eine Touch-Oberfläche dazu eingeführt und man hatte eigentlich so das Ziel, dass diese Touch-Oberfläche die alte Oberfläche irgendwie ersetzt. Und dann gab es aber beide irgendwie parallel und das hat zu Riesenverwerfungen geführt, weil man musste sich umgewöhnen, man musste zwischen diesen zwei Betriebssystemen wechseln. Und natürlich war es klar, dass zu der Zeit auch ein größerer Wechsel notwendig war. Ja, es gab immer mehr Tablets, die benutzt wurden, wo man natürlich andere Arten und Weisen braucht, damit zu interagieren. Aber der Schritt ist nicht gut gelungen, weil er zu groß war. Ja, also das Wachstum, die Änderungen waren quasi für den einen Schritt eben zu groß für die Nutzerakzeptanz. Der vierte Punkt hier auf der Folie, Continuing Growth. Functionality must be continually increased to maintain user satisfaction. Und das ist das, was ich eben auch schon so ein bisschen mit erwähnt hatte auf der vorherigen Folie. Wir müssen tatsächlich immer wieder was, so kleine Brotkrumen kämen und was hinzufügen. Wir können schlecht einfach nur sagen, wir nehmen was weg und diese Brotkrumen, die brauchst sozusagen auch für ja, das Verständnis der Nutzer von der Software. Sie wollen eben auch sehen, dass es quasi Verbesserungen wieder gibt für sie. Ja, und der letzte Punkt, declining quality. Quality will decline unless rigorously maintained and adapted to operational environment changes. Jetzt ist es so, dass wir prinzipiell natürlich erstmal keinen Verschleiß haben von Software. Software wird nicht einfach an sich schlechter, aber es wird schlechter, wenn sich die Umgebung quasi weiterentwickelt. Ja, wir hatten eben das Beispiel mit sozusagen mehr Touch-Gesten und mehr Touch-Displays. Wenn ich dann das gleiche Betriebssystem nehme oder die gleiche Software, die gleichen Desktop-Anwendungen und damit benutzen will mit diesen neuen Bedienkonzepten, dann kann es sein, dass die eben nicht so gut funktionieren. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, dass quasi diese Qualität mit der Zeit einfach abnehmen wird. Ja, kommt einfach, es gibt Änderungen an der Umgebung und denen müssen wir Rechnung tragen. Wir müssen explizit was machen, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Auch wenn generell natürlich die Vorstellung ist, wenn ich die Software einmal auf dem Qualitätsstand habe, kann es eigentlich nicht schlechter werden, doch kann es durch die Umgebung der Software. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt eine lange Liste von Gesetzmäßigkeiten. Es gibt eben zwei Sachen, die man auf den Punkt bringen kann, was sozusagen die wichtigsten Erkenntnisse waren von Lehmann oder Lehman. Software that is used will be modified. Also, jede Software, die in Verwendung ist, die wird auch editiert werden, die wird modifiziert, die wird sich weiterentwickeln. Und wenn Software weiterentwickelt wird, dann wird sie komplexer, es wird sozusagen, wir brauchen mehr Code dafür, aber der Code wird auch schwerer verständlich und ähnliches. Es sei denn, wir arbeiten wirklich aktiv dagegen und das habe ich jetzt auch schon näher ausgeführt. Was hat das für Konsequenzen? Naja, erstmal
Wir müssen uns überlegen, funktionale Änderungen sind notwendig einfach. Ja? Also wenn die Software benutzt wird, dann muss ich auch immer wieder Änderungen bereitstellen. Und das hat massive Auswirkungen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass früher hatte man irgendwelche Geräte, ja, auf der war Software, aber die Geräte haben einfach über 20 Jahre funktioniert und die hatten natürlich immer die gleiche Software drauf. Heutzutage, gerade mit sozusagen, wann immer wir Smart hinzufügen oder Internet of Things irgendwie ins Spiel kommt, dann kann sich natürlich der Hersteller auch nicht mehr so richtig rausreden und sagen, nee, dann mache ich jetzt ich mache keine Updates und es gibt keine Verbesserungen bei uns. Erst recht nicht, wenn die Konkurrenz das macht, sozusagen. Und das ist ein massiver Wechsel für die Industrie, dass plötzlich die Entwicklung war sonst immer darauf ausgerichtet, dass man was entwickelt, man testet das ganz lange und dann liefert man das aus und dann bleibt das für immer so. Wohingegen wir jetzt einen massiven Wechsel haben, dass immer erwartet wird, dass Sachen weiter maintained werden. Und an vielen Stellen sehen wir, dass das nicht gut funktioniert und dass das auch massive Auswirkungen hat, ökonomischer Natur, aber auch ökologischer Natur. Ein Beispiel ist ein Fernseher, ein Fernseher, den ich vor, ich glaube, 10 Jahren gekauft habe, auf dem funktioniert heute noch etwa die Hälfte der Sachen. Warum? Die eine App entscheidet sich, auf dem Fernseher nicht mehr zu laufen, die wird einfach gar nicht mehr angeboten, die verschwindet da und es gibt halt Sachen, die einfach nicht mehr funktionieren inzwischen, warum auch immer. So ähnlich ist das bei Autos. Bei Fahrzeugen gibt es inzwischen die gesetzliche Vorgabe, dass die mit dem Internet verbunden sein müssen. Und das hat massive Konsequenzen, denn so ab dem Moment, wo ich ein Auto, ein Fahrzeug, ein Automobil mit dem Internet verbinde, muss ich auch dafür Sorge tragen, dass es vor Security-Angriffen geschützt ist. Und ich muss regelmäßig sozusagen dafür auch Updates machen. Und das ist sozusagen, das waren jetzt zwei Beispiele, aber das sehen wir in allen Bereichen und überall wird die Entscheidung, irgendwas in die Cloud zu bringen, irgendwas zu verbinden, Smart Home und Co., wird viel zu leichtfertig getroffen und den entsprechenden Firmen und Unternehmen ist meistens nicht klar, was das bedeutet, jetzt Support zu machen für die Software für die nächsten 10 oder 20 Jahre oder eben, wenn man das eben einstellt, dann einen Shitstorm zu bekommen, weil eben Software nicht mehr funktioniert. Gut, das zu diesen funktionalen Änderungen. Das war jetzt ein bisschen mehr, etwas ausladender, aber ihr seht, es gibt sozusagen neben diesen Gesetzmäßigkeiten auch viel, was damit zusammenhängt. Gerade wenn wir sagen, wir bringen Software, verbinden die, dann müssen wir aus vielen anderen Gründen auch die Software immer weiterentwickeln. Wenn wir sie weiterentwickeln, dann oder Weiterentwicklungen sind nicht notwendigerweise eine Konsequenz von Fehlern vom Programmierer. Ja, man könnte ja jetzt sagen, naja, warum muss ich es dann weiterentwickeln? Naja, weil ich im Requirements Engineering einen Fehler gemacht habe. Ja, wir haben vorhin Beispiele gesehen, ich habe die diskutiert, warum es zu anderen Anforderungen kommen kann. Und natürlich können das Fehler sein. Das können aber auch einfach neue Anforderungen sein, die sich aus dem Lauf der Zeit entwickeln. Es müssen auch nicht unbedingt immer Programmierfehler sein. Und was wir sozusagen eindrucksvoll vor Augen bekommen durch diese Gesetzmäßigkeiten ist, dass jedes Entwicklungsteam hat gewisse Grenzen, die es eben nicht sozusagen, was man eben nicht limitieren kann, zum Beispiel dieses kontinuierliche Wachstum, dass man nicht sagt, wir haben jetzt diesen einen Schritt, der jetzt plötzlich alles löst, der plötzlich alles verändert, sondern man muss eben immer diese kleinen Schritte machen und wenn man nur kleine Schritte machen kann, hingegen zu mehr Funktionalität, dann bedeutet das natürlich auch, dass man lieber mit einer sehr, sehr minimalen Version anfangen sollte, weil man sonst einfach einen Riesenkoloss hat, der schon zu komplex ist. Und ihr könnt das gerne beobachten, bei so ziemlich aller sehr erfolgreicher Software ist das so, dass sie tatsächlich angefangen hat mit relativ wenig Funktionalität und dann kontinuierlich immer weiter wächst. Gut, jetzt noch ein Aspekt, was häufig als Argument geliefert wird, wenn der Quelltext so komplex ist, dann stellt sich jemand hin und sagt, ja, aber das ist doch performanter. Ne? Also ich spare mir hier diesen einen Methodenaufruf und dafür ist es schneller. Oder ich mache hier keine Schleife hin, sondern ich schreibe einfach die Statements hin, weil Schleifen sind langsam, Methodenaufrufe sind langsam, Klassen sind langsam, ich schreibe alles einfach untereinander oder vielleicht noch besser, ich programmiere gleich einen Assembler.
Dazu eine Antwort von Wes Dyer, zu dem ich leider nicht viel herausgefunden habe, außer dass er wahrscheinlich in der Lehre tätig ist und Programmierkonzepte beibringt. Make it correct, make it clear, make it concise, make it fast. In that order. Da steckt natürlich relativ viel drin und einiges geht jetzt auch über das, was ich jetzt diskutieren möchte, hinaus. Wir brauchen erstmal irgendwie korrekt funktionierende Software und wir sollten uns über Performance erst dann Gedanken machen, wenn wir wissen, an welchen Stellen ist dann wirklich das Bottleneck. Ja, gibt nun mal nur wenige Teile der Software, die für die schlechte Performance verantwortlich sind. Und wenn wir uns den kompletten Quelltext einfach kaputt machen, dadurch, dass wir keine Schleifen benutzen, dass wir keine Methodenaufrufe benutzen, dann können wir den nicht verstehen und das bedeutet, dass wir den auch nicht schneller bekommen. Und das ist deswegen wichtig, also erstmal soll es korrekt funktionieren, dann überlege ich, ob ich das irgendwie noch klarer machen kann, Variablennamen zum Beispiel ändern, da haben wir auch schon drüber gesprochen, es vielleicht noch kompakter zu machen, zu vereinfachen und dann erst überlege ich, wo sind die langsamen Stellen, was mache ich schneller. In die ähnliche Kerbe, auch in Richtung Performance und Einfachheit, hier ein Zitat von Joscha Bluch. Joscha Bluch ist bekannt für sein Mitwirken an der Java-Plattform und dieses Statement wird ihm zugeordnet. The cleaner and nicer the program, the faster it's going to run. And if it doesn't, it will be easy to make it fast. Und das bringt es auch nochmal auf den Punkt, was ich eben schon versucht habe zu erwähnen. Also ein aufgeräumtes Programm ist sozusagen schneller und selbst wenn es das nicht ist, dann ist es leicht, es schneller zu machen, weil es eben aufgeräumt ist, weil ich eben leicht mich zurechtfinde, weil ich eben den Quelltext gut verstehen kann. Gut, das war es jetzt für diesen Teil der Vorlesung. Wir haben über eine Reihe von Sachen gesprochen, nämlich unter anderem über Quellen für Komplexität. Warum wird eigentlich Software so komplex? Zum Beispiel, weil wir Workarounds machen. Ja, das war das Beispiel mit dem, wir fügen noch Code ein, zum Beispiel in if, um einen Nullpointer zu verhindern, statt quasi den Code, der unnötig ist, irgendwie zu entfernen. Oder wir machen den Code unnötig komplex, weil wir sagen, wir verzichten auf Schleifen oder Methoden und das ist der größte Fehler, den wir machen können, weil man eben erst ein korrektes Programm macht und dann guckt, an welchen Stellen muss man es schneller bekommen. Und der eigentlich konkreteste Teil neben diesen ganzen Ratschlägen und Weisheiten von den Großen aus der Softwaretechnik, gibt es jetzt hier noch was ein bisschen heraussticht, nämlich das sind die Gesetzmäßigkeiten von Lehman. Und das auf den Punkt gebracht, das ist natürlich jetzt sehr stark vereinfacht für die Folie, aber Software wird modifiziert und Software wird komplexer. Ja? Und Software wird modifiziert aus ganz verschiedenen Gründen. Und Software kann nur in bestimmte Arten und Weisen modifiziert werden und komplexer wird es, wenn wir nicht gegensteuern. Gut, und ich möchte, dass ihr euch jetzt ein bisschen auseinandersetzt mit den Gesetzmäßigkeiten, dass ihr mal überlegt, was gibt es für Beispiele an Software, die ihr vielleicht kennt oder mit denen ihr schon gearbeitet habt. Was waren da Veränderungen? Wie sah da die Evolution dieser Software aus und passt das zu diesen Lehmannschen Gesetzen oder passt das eben nicht dazu? Dabei reicht es, wenn ihr euch jetzt auf eine dieser Gesetzmäßigkeiten konzentriert und dann anhand von einem Beispiel diskutiert, sagen wir die Google Maps App, ja, als die anfing, war das kein Vergleich zu dem, was frühere Navigationssysteme konnten, die konnte viel weniger. Und selbst heute ist sie noch nicht mal bei dem Punkt, was diese Navigationssystemsoftware konnte, in manchen Punkten. Aber die Frage ist, waren das die wichtigen Punkte? Und sozusagen, wir sehen auch da, es sind immer nur ganz kleine Schritte, die quasi passieren. Es gibt aber trotzdem Entwicklungen, die nicht ganz in die Gesetzmäßigkeiten passen. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, in der Google Maps Anwendung war eine Zeit lang die Geschwindigkeitsanzeige, wie schnell ich gerade fahre und dann ist er irgendwann wieder verschwunden. Diese Fälle gibt es natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, sagt man so schön, aber ich möchte, dass ihr das mal kritisch diskutiert, weil es ist natürlich ein Vorschlag für Gesetzmäßigkeiten. Lehman und Co-Autoren haben die über Jahre entwickelt, aber ich glaube, da ist tatsächlich ziemlich viel dran
Und als ich von denen gehört habe, war ich tatsächlich sehr überzeugt davon, dass das ein wichtiger Beitrag ist für korrekte Software. Auch da reicht das bitte ein in Moodle, da können wir das diskutieren und dann erlangt ihr hoffentlich ein deutlich tieferes Verständnis für diese Lehmannschen Gesetze. Viel Spaß dabei!